Plus minus heute Mittwoch, 23. März 2022. Es wird über Impfnebenwirkungen berichtet, wie auch gestern in der Sendung Umschau auf dem MDR. Und ich bin jetzt wütend. Warum bin ich wütend? Müsste mich ja freuen, dass es nun endlich auch im Fernsehen gezeigt wird. Aber schon eingangs hat der Moderator der Sendung Plus Minus gesagt, dass die Debatte um Impfnebenwirkungen in der Versenkung verschwunden ist. Nein, das ist nicht wahr. Die Debatte wurde nicht zugelassen. Wenn Politiker, wenn Medien zugehört hätten, was die Demonstranten auf den Demos immer wieder gesagt haben, seit Monaten schon, dann wäre die nicht in der Versenkung verschwunden, das hätte nicht sein müssen. Diese Diskussion wurde einfach überhaupt nicht zugelassen, verdammt nochmal. Ich bin richtig wütend jetzt, ja? Die wurde einfach nicht zugelassen, fertig. Wir sagen das seit Monaten, dass es Nebenwirkungen gibt. Ich erwähne ständig in meinen Videos, in meinen Mails an Politiker, ja, erwähne ich ständig die Nebenwirkungen, die ich bei meinen Patienten gesehen habe. Also, sie wurde nicht zugelassen, fertig, Ende aus. Ja, und dass jetzt eine Impfpflicht zur Debatte steht, das ist so absurd. Die Zahlen gehen hier durch die Decke, ja. Ich habe Absagen ohne Ende, weil Kinder krank sind, Eltern krank sind oder Eltern auf die Kinder aufpassen müssen, weil die halt zu Hause sein müssen. Jetzt die ganzen nun endlich offiziell zugegebenen Impfnebenwirkungen, ja, wo unterstellt wurde, dass es Verschwörungstheorien sind, wenn man das sagt und es wären nur Einzelfälle. Nein, es sind keine Einzelfälle. Es gibt eine riesige Dunkelziffer. Ja, und das Paul-Ehrlich-Institut hält es nicht mal für nötig, auf Anfragen der Journalisten zu reagieren. Verdammte Kiste, wo sind wir denn? Ey, ich bin sowas von wütend. Sie wurde nicht zugelassen. Fertig.